In diesem Video zeigen wir, wie einfach Sie die H&R-Spurverbreiterungen an Ihrem Auto montieren. Bevor Sie loslegen, muss kontrolliert werden, ob das vorliegende DRSMZ-System für Ihr Fahrzeug zugelassen ist. Hierzu wird das beiliegende Teilegutachten oder die ABE mit den Daten Ihres Fahrzeugscheins verglichen. Beginnen Sie mit dem Geradestellen der Vorderräder und sichern Sie Ihr Fahrzeug anschließend gegen mögliches Wegrollen. Wechseln Sie dazu auf Position P und betätigen Sie die Feststellbremse. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe muss der erste Gang eingelegt werden. Wir empfehlen das zusätzliche Verwenden von Sicherungskeilen. Setzen Sie den Wagenheber anschließend an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten an. Diese sind meist gekennzeichnet und befinden sich erfahrungsgemäß in der Nähe des Seitenschwellers. Die genaue Position finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. Heben Sie das Fahrzeug an, bis das Rad entlastet ist, aber noch Bodenkontakt hat. Lösen Sie nun die Radschrauben. Anschließend kann das Fahrzeug weiter angehoben werden. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Unterstellbock und demontieren Sie erst dann das Rad. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen die Auflageflächen an Radnabe und Felge von Rost und Schmutz befreit werden. Verwenden Sie hierzu ein feinkörniges Schleifpapier und ein sauberes Mikrofasertuch. Seien Sie besonders gründlich. Die Auflageflächen müssen absolut sauber sein. Bitte beachten Sie, dass das DRSMZ-System nur in Verbindung mit Aluminiumrädern zulässig ist. Es zeichnet sich durch seine längeren Radmuttern aus. Es muss darauf geachtet werden, dass sich der lange Schaft der Radmutter einfach in die Felge einführen lässt. Nun muss an Felge und Radnabe überprüft werden, ob sich die H&R-Spurverbreiterung leicht aufsetzen lässt, plan anliegt und kein Spiel aufweist. Anschließend kann das Rad auf die H&R-Spurverbreiterung gesetzt und handfest mit den neuen Radmuttern befestigt werden. Nun ist es fast geschafft. Entfernen Sie den Unterstellbock. Lassen Sie das Fahrzeug auf die Räder ab und ziehen Sie die Radmutter anschließend mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels an. Beachten Sie das Anzugsmoment des Fahrzeugherstellers. Um Verspannungen zu vermeiden, muss dies über Kreuz getan werden. Anschließend können Sie die Sicherungskeile entfernen. Testen Sie nun die Freigängigkeit der Räder bei vollem Lenkeinschlag. Die Räder dürfen keinen Karosseriekontakt haben und die vollständige Radabdeckung muss gewährleistet sein. Ihr Fahrzeug wirkt dank der H&R-Spurverbreiterung sportlicher und verfügt über mehr Fahrstabilität. Vergessen Sie nicht, eine Probefahrt zu machen und ziehen Sie die Radmutter nach 50 Kilometern noch einmal nach. Sollten den Spurverbreiterungen keine allgemeine Betriebserlaubnis, kurz ABE, bzw. ein Teilegutachten beiliegen, oder wurden zusätzlich Sonderräder montiert, vergessen Sie nicht, eine Änderungsabnahme durchführen zu lassen.